So Leute, mein zweiter Part. Ich freue mich schon riesig. Während ich diesen Part aufnehme, lädt schon mein erster Part hoch. Ja, wenn ihr wollt, dass ich den Link zum Download hier auch noch in die Videobeschreibung packe, müsst ihr Bescheid sagen, aber erstmal packe ich es nicht rein. Yep. Ja, es kann sein jetzt, dass der Ton ein bisschen schlechter ist, weil das andere Video, also das erste Video, das ich hochlade, jetzt am Rendern ist und leider hochgeladen wird. Aber ja, ist halt einfach so. Aber ich hoffe, der Ton ist jetzt nicht zu abgefuckt, also dass man wenigstens noch ein bisschen was versteht, aber ich denke mal schon, weil ich habe mir das Video jetzt nicht noch einmal angeguckt. Ich habe es einfach direkt hochgeladen. Aber ich denke, es war ganz okay. Also, naja. Beim nächsten Mal, ich glaube beim zweiten Part, also bei diesem Part jetzt, gucke ich lieber nochmal drauf, wie das jetzt so war. Von der Stimme her oder so. Aber naja, mal gucken. Solange es nicht zu scheiße ist, ist es ja noch ganz okay. Okay, und die Angel haben wir jetzt bekommen. Ich glaube eigentlich von dem die Karte bekommen. Ich angle jetzt einfach mal. Ja, ich denke schon. Oh, genau, ich wollte mich ja daran noch. Oh Mann. Ich wollte eigentlich gucken, wie. Wo die B-Taste ist. Habe ich jetzt schon wieder vergessen zu machen. Aber egal. Oh, egal. Noch brauchen wir jetzt auch noch keins. So, wartet mal. Ich muss gucken, wie spät es ist. Okay, wir werden angehalten von dem alten Mann mal wieder. Okay, das ist mein Telefon. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht ganz doll gehört. Egal. Ah, geht doch. Jetzt haben wir die Karte auf der Poke Gear bekommen. Finde ich cool. Aber ich glaube, bevor wir jetzt mal losgehen, weiter auf die nächste Route, gehen wir ins Pokémon Center, weil ich kann mich daran erinnern, das Feuerriegel angeschlagen. La 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 la. Egal, die Pokémon-Musik einfach nur, also die Pokémon-Center-Musik ist einfach nur voll geil. Liebe ich total. Wir sprechen doch mal jeden paar, also ein paar Typen jetzt hier aus dem Pokémon-Center an. Vielleicht geben die uns was. Ich weiß es noch nicht, mal gucken. La 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 la. Okay, die sagen eigentlich nur Scheiße. Eigentlich hätte ich gedacht, die geben uns irgendein geiles Pokémon vielleicht, eventuell. Das wäre viel geiler gewesen, aber nein. Die sind alle viel zu scheiße dafür, mir ein Pokémon zu geben. Okay, sorry, wir können es in Kraft ausdrücken, aber... Ey, komm, jetzt mal ehrlich. Oh. LOL! Ein Geweiher! Ich hätte noch nie ein Geweiher. Ich kriege mit dem Pokémon auch null aus. Ich hätte schon gerne eins eigentlich mal. Aber ich kann mich daran mal erinnern, dass ein Freund von mir... Was? Blubber? Ist klar. Ein Freund von mir, ein, wie heißt weiter mit jetzt von Geweiher? Ein Maskeregen hatte. Und das war voll geil. Das sah echt voll geil aus. Will ich auch mal haben, auf jeden Fall. Ich glaube, nach dem Kampf können wir gleich wieder ins Pokémon Center laufen. Alter, was geht mit dem Geweiher ab? Dieses Oh, Gott sei Dank kein Volltreffer, ey. Zack. Bam. Okay, weg ist es. Also, ich hab auch keine Ahnung, kann das Surfer erlernen? Egal, Level 8 für Feuerriegel. Ich habe das Gefühl, das Feuerriegel ist richtig geil. 15 Attack, 16 Special Attack und 17 Speed ist richtig nice eigentlich. Ist das ein scheues Wesen? Ich glaube, ich hab den ersten Part geguckt, aber ich weiß es nicht mehr. Egal, wir gehen doch weiter. Wenn abkackt, dann holen wir einfach davor schnell ein. Was? Achso, wir haben nichts zum Transpacken. Ja, danke schön. Ja, ich glaube, von dem kriegt man die. Diese komische Tasche, wo man die Aprikorken da reinpackt. Ja. Ja. Ja, wusste ich doch. Man bekommt die Aprikorn-Box.
Ich finde eigentlich voll unnötig, die ganzen Epic Coins und bla und ja, naja. Was soll man machen? Ah, jetzt konnte ich auch mitnehmen einfach. Auf jeden Fall konnte man die zu Pokémon weiterformen. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Ich hoffe, ich komme schnell so ein scheiß Geweiher, ey. Wo schon jetzt haben. Oh geil, Kapaloris! Oder Lutwurzel! Aber es entwickelt sich zu Kapaloris, Leute. Ich liebe Kapaloris. Boah. Heuler. Egal. Trotzdem haben wir schon ordentlich Damage gemacht. Egal, wenn ich Pokémon habe, fand ich mir auf jeden Fall einen Lutwurzel, Leute. Lutwurzel ist einfach nur mega geil. Estenisch war Erstauner, glaube ich. Ja, doch. Müsste Erstauner gewesen sein. Leider dauert es verdammt lange am Anfang zu leveln, bis es erstmal ein Kapaloris ist und gut attacken kann. Was ist hier drin? Antidote. Was war das denn jetzt nochmal? Okay, da kommen wir nicht lang. Ist noch immer wie darf, also wie im Original. Dann da dann dann da dann dann. Okay, ein Samurzel. Finde ich auch eigentlich relativ nice. Also das Geduld. Da sollten wir echt aufpassen. Aber ich glaube. Okay, ja, es speichert Energie. Aber sollte jetzt eigentlich schon tot sein, weil dann ist es nicht ganz so schlimm, dann passiert nichts. Ja, perfekt. 42 Erfahrungspunkte, Level 9, komm schon. Oh, yum. Level 9 erlernst du dann Glut und dann können wir erstmal ein bisschen leveln. Okay, Raupi, das sollte machbar sein. Auch wenn wir noch kein Glut haben. Bam, ja, Tackle hier. Und, ja, okay, auf jeden Fall mehr als die Hälfte. Wow. 2 KP. Egal, Raupi ist tot. 3 Erfahrungspunkte. Ah, ich glaube, wir geben ihm jetzt doch mal. Okay, ach so, genau. Antidote war Gegengift. Gut. Hat's gerade Glut erlernt? Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Lol, egal. Welchen nächsten Kampf sehen? La 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 la. Oh, ein Hornliu. Mega stark. Da muss ich richtig Angst haben, habe ich das Gefühl. Und? Hat's Glut. Nee. Weil er lernt das nochmal Glut, Leute. Level 11? I think so. Ich weiß es gerade nicht. Okay, ich hoffe, wir sind noch immer schneller als das doofe Hornliu. Weil das für mich uns echt. Ja, gut, das ist schneller. Ja. Yep. Und tschüss, Hornliu. Dann erlernt es jetzt nochmal bitte schön Glut. Lol. Leute, wartet mal kurz. Ich muss mal kurz Stopp machen.